heute findet hier ein Treffen der Lutherschulen in Deutschland statt, Luther und Melanchthon. Diese beiden Personen sind wichtig in der deutschen Geschichte, auch international. Und deswegen ist das, was sie auch an Tradition zu tragen haben, diese Schulen hier mit hergetragen worden. Alle Schulen haben entsprechende Vertreter hergeschickt, die miteinander bundeslandübergreifend arbeiten, Projekte entsprechend entwickeln und hier auch präsentieren werden. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Sache. Durch das Internet und die vielen sozialen Netzwerke, da ist eine völlig andere Kommunikationsqualität entstanden, die auch die Möglichkeit eröffnet, dass junge Menschen weltweit und grenzübergreifend zusammenarbeiten können und miteinander kommunizieren können. Auf der anderen Seite sind natürlich auch damit Gefahren verbunden und das muss natürlich ebenfalls bearbeitet werden. Und da habe ich einige interessante Ansätze hier gesehen. Nach Luthers Einsicht hat jeder Mensch seine eigene Würde zu Gott, vor Gott, von Gott und seinen eigenen Zugang zu Gott. Und damit er als Gottes Geschöpf in Gerechtigkeit und Frieden leben kann, braucht er Bildung. Wir brauchen Bürgerinnen und Bürger, die sich orientieren können und Verantwortung in dieser Welt übernehmen. Gehören dazu immer beide Seiten, motivierende Lehrer, aber auch die Schülerinnen und Schüler müssen einfach Spaß daran haben. Und wenn die merken, das ist nicht verstaubte Geschichte, sondern es ist Zukunft, dann denke ich mal, ist das heute ja ein guter Ansatz und ich freue mich schon auf die Präsentation der ganzen Projekte. Ich danke den Schülerinnen und Schülern. Sie übernehmen Verantwortung, sie diskutieren und bilden sich, wie unsere Welt im 21. Jahrhundert die Krisen bewältigen kann, wie wir hinkommen zu einem nachhaltigen, verantwortungsvollen Lebensstil.